Liebe Angehörige der Universität, ich bin Hauke Hekeren und ich bin seit heute Präsident Ihrer, das heißt unserer, Universität. Heute möchte ich mich erst einmal kurz bei Ihnen vorstellen und in den folgenden Wochen und Monaten werden Sie mich noch in verschiedenen anderen Formaten kennenlernen. Jetzt freue ich mich erstmal darauf, die Universität in all ihren Facetten zu entdecken und mit möglichst vielen von Ihnen ins Gespräch zu kommen. Mir ist es wichtig, von innen heraus zu verstehen, wie unsere Universität funktioniert. Unsere Universität ist an vielen Orten der Stadt verankert. Es gibt einen Ort, an dem all diese Standorte zusammenkommen, und das ist hier, im Universitätsmuseum im Hauptgebäude. Mein Führungsstil ist dialogorientiert und partizipativ. Ich möchte alle Mitgliedergruppen der Universität mitnehmen. Die Studierenden, die Forschenden, die Lehrenden und selbstverständlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bibliotheken, in den technischen Bereichen und in der Verwaltung. Mir persönlich ist es sehr, sehr wichtig, unser Zusammenleben und Zusammenarbeiten an der Universität gemeinsam gut zu gestalten. Das bedeutet für mich, dass wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, dass wir uns wertschätzend begegnen und dass wir respektvoll miteinander umgehen. Deshalb möchte ich auch, dass wir die interne Kommunikation ausbauen, damit Informationen schnell und möglichst transparent in all die verschiedenen Bereiche der Universität gelangen. Ich möchte mit Ihnen im Austausch sein und deshalb werde ich sehr viel an den verschiedenen Standorten der Universität unterwegs sein. Ich stehe im Herzen des Campus von Mellepark. Lange Zeit war der Campus ganz schön leer und ein bisschen verlassen. Und ich habe jetzt Hoffnung, dass im Frühjahr und natürlich im Sommer das Unileben wieder auf diesen Campus zurückkehrt und wir alle Uni wieder so erleben können, wie wir das kennen. Was wir dafür brauchen, ist eine vorausschauende Planung, ein Stufenplan. Und für das Wintersemester werden wir eine szenariobasierte Planung entwickeln, die für alle Beteiligten belastbar ist. Für die Studierenden, für die Lehrenden und auch für die Mitarbeitenden, die die Lehrveranstaltungen planen und organisieren. Mir ist wichtig, dass wir systematisch reflektieren, welche Lernerfahrungen wir aus den Jahren der Pandemie mit in die Zukunft nehmen wollen. Wie sollen sich Studien und Lehre verändern? Und wie wollen wir in der Zukunft zusammenarbeiten in den verschiedenen Bereichen der Universität? Und mir ist auch wichtig, dass wir gemeinsam überlegen, welchen Beitrag wir als Universität leisten können, um unsere Gesellschaft für die Zukunft noch krisenfester zu machen. Ich werde auch alles daran setzen, dass wir gemeinsam mit der Stadt die bauliche Situation auf dem Campus verbessern. Ein Beispiel dafür ist der Philosophenturm hier neben mir. Ich freue mich darauf, dass ganz bald das universitäre Leben in den Philturm zurückkehren kann. Einen Standort habe ich als Wissenschaftler schon öfter besucht. Dahin nehme ich Sie nun mit. Ich bin Arzt und Neurowissenschaftler mit langjähriger Erfahrung im Hochschulmanagement. Ich habe an der Freien Universität Berlin als Dekan gearbeitet und als Vizepräsident für Studium und Lehre. Als Wissenschaftler interessiere ich mich ganz besonders dafür, wie wir Menschen Entscheidungen treffen und was dabei im Gehirn passiert. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich diesen Campus, diesen Standort unserer Universität und das UKE schon öfter besucht habe. Ich habe Kooperationen durchgeführt mit Kolleginnen und Kollegen in der Psychologie und in den Neurowissenschaften hier am UKE. Als Mediziner und Lebenswissenschaftler verfolge ich gespannt, wie hier das Potenzial einer Volluniversität mit Universitätsmedizin genutzt wird, um spannende Projekte zu entwickeln. Zum Beispiel im Bereich der interdisziplinären Infektionsforschung. Als nächstes möchte ich Sie gerne zu einem Standort unserer Universität mitnehmen, den ich ganz besonders spannend finde, weil dort in den nächsten Jahren ganz besonders viel passieren wird. Ich stehe auf dem Campus Bahrenfeld
Und hier entsteht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Science City Bahrenfeld, ein ganzer Stadtteil für die Wissenschaft. Die Science City Bahrenfeld ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Öffnung der Universität zur Gesellschaft aussehen kann. Mit Lernen, Studieren, Forschen, Wohnen und Arbeiten an einem Ort. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an diesem Standort forschen und lehren, sind auch an unseren vier Exzellenzclustern beteiligt. Die vier Cluster kooperieren über Fächergrenzen hinweg und auch über Standorte hinweg. Und sie verbinden auch universitäre Forschung und außeruniversitäre Forschung, zum Beispiel zwischen unserer Universität und DESI. Und sie zeigen eindrucksvoll, was wir gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern in der Wissenschaftsmetropolregion Hamburg erreichen können. Es fasziniert mich, wie da mal auch Projekte zu ganz neuen Themen entstehen, zum Beispiel zum Thema Quantencomputing oder auch im Bereich der Infektionsforschung. Exzellenzuniversität zu bleiben und den Antrag mit Leben zu füllen, ist ein Auftrag für mich und für uns alle gemeinsam. Wir müssen noch viel besser erklären, wie die gesamte Universität von dem Exzellenzstatus profitiert. Das Schöne ist ja, dass man sieht, dass viele Ideen und Projekte auch schon in die Tat umgesetzt wurden und das trotz der Pandemie. Auch beim Thema Nachhaltigkeit wollen wir weiterkommen. Die Universität Hamburg hat sich als Universität der Nachhaltigkeit positioniert. Jetzt müssen wir noch besser erklären, was wir damit meinen. Was heißt Nachhaltigkeit für die Lehre? Was für die Forschung und was für unsere Arbeit im Allgemeinen? Das ist mir ein zentrales Anliegen und als Exzellenzuniversität müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Der Neubau Haber ist dafür ein richtig gutes Beispiel. Er ist ein Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Bauen und er ist ein Zentrum für Spitzenforschung. Hier werden molekulare Prozesse in und zwischen Zellen gefilmt und untersucht. Zum Schluss möchte ich Sie noch einmal mitnehmen auf den Campus im Herzen der Stadt. Mir ist ein ganz zentrales Anliegen, dass wir uns als Universität noch viel weiter zur Stadt öffnen. Der Campus vom Mellepark hier ist dafür wie gemacht. Ich möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt noch viel besser verstehen können, wie wir arbeiten und dass sie hier vor Ort exzellente Wissenschaft hautnah erleben können. Im Jubiläumsjahr 2019 zum 100-jährigen Bestehen der Uni gab es ganz viele tolle Aktionen überall in der Stadt verteilt. Zum Beispiel Vorlesungen für alle. Lassen Sie uns gemeinsam daran anknüpfen. Ich habe gelernt, in Hamburg sagt man Tschüss. Und ich ergänze, bis ganz bald, Ihr Hauke Hekerin.